Ja, hallo, ich bin wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Ja, wir sind in der dritten Folge, beobachten hier gerade den Ceratosaurus. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt. Naja, doch, gibt es sogar sehr einfach. Wie wir uns den Kollegen anschauen, was er gerade so macht. Ich glaube, der führt nichts Gutes im Schild. Na gut, okay. Genug mit dem Ganzen. Haben wir hier unseren. Oh ja, noch 8 von 10 gefüllt. Okay, alles gut. So, wie können wir denn jetzt hier mal. Oh ja, das Gehege hier haben wir ja eigentlich insgesamt sehr gut im Blick von zwei verschiedenen Seiten. Ja, ihr habt mir schon einige Tipps gegeben. Und. Einer war auf jeden Fall, dass wir die ganzen Pflanzenfresser durchaus zusammen in ein Gehege lassen können. Das machen wir jetzt auch mal. Dann war es wichtig, dass wir möglichst viel von all dem, was hier so in den Gehegen passiert, beobachten können. Da kommen wir so gerade nicht ran. Gibt es ja hier die Landschaftsgestaltung. Mit der habe ich mich noch überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Erstmal sollten wir hier vielleicht ein bisschen was an Wald entfernen. Genau, so, dann müssen wir das Gelände einebnen. Hungrige Dinosaurier sind nicht gut. Schicken Sie ein Ranger-Team, um Futterstationen aufzufüllen. Ja, machen wir. Und vielleicht können wir Wo ist denn jetzt hier das Problem? Ah, so, okay, ist eigentlich recht einfach. Okay, das reicht noch nicht. Ich muss wahrscheinlich hier noch ein bisschen mehr Wasser. Aber wir müssen gerade erstmal eben hier das auffüllen. Das machen wir mal selber. Wo ist denn die Ranger-Station? Hier. Ranger-Team 1. Fahrzeug lenken. So, da wollen wir mal aus. Aus dem letzten Video oder vorletzten, weiß ich nicht, kennt ihr wahrscheinlich schon den Effekt, dass wir hier eh niemanden umfahren können. Dann brauchen wir da auch keine Rücksicht drauf nehmen. Die springen immer im letzten Moment an die Seite. So. Wie können wir das denn? Also auffüllen einfach mit. Futterstation voll. Das war ja nicht so. Dann machen wir hier jetzt nochmal. Da habe ich doch mit drauf, okay. Ich dachte, wir wollen mal schon mal hier sein. Wunderschön. Weil die festgefahren. Wollen wir den nämlich auch gleich. Auffüllen beendet. Der hat gerade versucht, uns zu rammen, oder? Zahlen sehen großartig aus. So, okay. Ui. Wollten die mit flüchten? Das wäre ja nicht so prickeln. So, jetzt können wir wieder Aufträge annehmen. Aber diesmal nicht von dem Sicherheitstypen, der ist mir sowieso ein bisschen suspekt. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens 2 Edmontosaurus-Exemplaren. Okay. Es dürfte eigentlich halb so wild sein. Weiß aber immer noch nicht, wie ich neue Missionen kriege. So, Inselnavigation.
lassen wir mal. Edition noch nicht. Achso, wir haben keine Fossilienkapazität. Das heißt, wir müssen hier was erforschen. Ja, dann machen wir doch einfach mal extrahieren. Extrahieren. Wollte ich hier alle mal eben extrahieren. Und dann können wir nämlich die andere Mission abgeben und dann geht das weiter. So, Forschung, Gebäude-Upgrade. Erfolgsrate, ja, das machen wir mal. Das ist sicherlich gut. So, ich muss mich immer in den Menüs beeilen. Ne? Das habe ich nämlich auch schon gelernt. Das Spiel geht nicht in den Pause-Modus. Es läuft einfach weiter. Ranger-Team auswählen, Fahrzeug lenken. Dann machen wir bei diesem wunderschönen Wetter. Und ich ist auch alles überflutet und das Auto fährt sich auch anders. Oh ja. Das hätte ich jetzt ein. Achso, die Dinosaurier-Ausgrabung. Wetter normalisiert sich. In 40 sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß noch nicht. Haben wir überhaupt zwei Edmontosaurus? Ach du Scheiße, was war ich das? Ich mag diesen Auftrag. Sollten Sie auch? Ja, akzeptieren. Oh mein Gott. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Wenn die Kleinen das schon machen, was passiert denn erst mit den Großen? Ich glaube, die finden das alle nicht so ganz gut, dass ich hier bin. Ja, wir lassen die Ranger auch mal alleine raus. Dort ist einer. Es scheint keinen zweiten zu geben, okay. Dann müssen wir natürlich noch einen Dinosaurier ausbrüten. Den Montosaurus. Und dann machen wir aber einen modifizierten, weil, das habe ich auch mir von euch sagen lassen, dass die Attraktivität erhöht. Haben eine gute Verdauung oder wir haben starke Heilung. Dann immer starke Heilung. Dann ausbrüten. Nee, wir haben schon das Maximum, aber wir können neue Fossilien verkaufen. Den auch. Oh, was ist jetzt? Ist nicht. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Ach, schade, okay. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Ja, das waren 200.000, die für die Katz waren. Machen wir mal den Strutiomimus. Wir werden weiter erforschen. Expedition. Was waren nochmal die neue Fossilien entdeckt? Oh, wo waren die erst? So. Ja, dann müssen wir hier den aussondern. Dann können wir hier nochmal einen neuen ausbrüten. Lebensfähigkeit 47% ist natürlich auch jetzt ziemlich überschaubar. Über die gute Verdauung. Bleibt das bei 52.
Aber so ist es 47. Dann nehmen wir doch lieber das. 51, ja, das bringt auch. Ja, dann probieren wir es nochmal. Dann versuche ich hier nochmal ganz ein bisschen zu glätten. Beobachtungsgalerie. So, das Ganze irgendwo hier. Ja. Da scheint es wieder so eine kleine Mini-Stelle zu geben, die ich aber nicht treffe. Dann gehen wir das nochmal weiter. So, aber jetzt, oder? Jetzt geht's nicht, weil der Dino in der Nähe ist. Mein Gott. Wollen wir hier das jetzt Unvermeidbare ist also eingetreten. Oh. Wo Leben war, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Willst du hierfür vergessen? Produkt muss eingesammelt werden. Ja. So, was ist hier? Das hat auch schon wieder nicht funktioniert. Ich glaube, wir vertagen diese Aufgabe, bis wir ein bisschen mehr für den Edmontosaurus haben. Und zwar haben wir noch eine Forschung, die sich nur mit dem, beziehungsweise eine Expedition, die sich nur damit beschäftigt. Dann machen wir mal die. Diese hier lassen wir mal gerade, weil wir sind entweder knapp unter 80, knapp unter 90. Vielleicht können wir die gleich brauchen. Kann doch nicht sein, dass es jetzt wieder nicht mehr ging. Was eine schwierige Geburt. Also Strom brauchen wir auch noch. Umspannwert. Hier platzieren. So. Jetzt haben wir auch Strom.
Wieder neue Fossilien. Dann machen wir erstmal hier Platz. 120.000, 100.000. So wollen wir das sehen. Montosaurus. Ja. Nochmal Event. Montosaurus. Jo. Und Expedition. Gibt's hier auch was Neues? Ja, aber den lassen wir noch mal so wieder hin. Ich gehe noch mal auf den Edmontosaurus. Ich möchte den einfach hoch genug haben, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, den, ja, wie nennt man es, dass wir einen ausbrüten können erfolgreich. Ich habe mal noch 5, ja, sehr gut. Sind wir schon mal bei 57%. 60 möchte ich aber mindestens. Ja, das ist ja. Ich hab's schon. Ist nicht so, dass ich nicht versucht habe, dir zu helfen. Hat einfach noch nicht sollen sein. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich. Achso, wir haben 1 auf 60%. Ja, cool. Dann versuchen wir das Ganze jetzt auch nochmal. 67%, na komm, wenn das jetzt nicht klappt, dann. Naja, wobei 67%. Da kann immer noch eine ganze Menge schief gehen. Gerade ein Upgrade erforscht, oder? Ausbildungstempo, Erfolgsrate. Das werden wir mal auf. Und Ausbildungstempo auf. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. 100.000, aber ein bisschen Glück haben. Ich glaube, das schon mit dem, den wir jetzt gerade herstellen. Gibt es eigentlich nicht. Man kann nicht weiter rauszoomen als so, ne? Nicht viel andere bei sich zu dulden, ne? Wenn man das so sieht. Vielleicht einen zweiten. Ah, Expedition ist zurück. Cash. Edmontosaurus. Dann werden wir nämlich gleich, wenn wir den freilassen. Sie haben den Auftrag erfüllt und die ganze Anlage spricht über uns. Darauf können wir stolz sein. Fotos machen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es um Prototypen geht. Richtig? Sicherheitszentrum. Okay. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Die Meldung kennen wir noch. Den T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens so, großartig. Wir haben ein Sicherheitszentrum, ein Pflichtbesuch für alle Parkgäste, die sich für die Sicherheit interessieren. Generiert je nach Sicherheitsruf zusätzliche Einnahmen. Boah, kostet 750.000. Wie groß ist denn das? Geht eigentlich, aber. Was haben wir dafür gerade trotzdem? Vielleicht hier. Müssen wir erst noch mal wieder mit dem Landschaftstool. Weil die
machen. Versuchen das. Oh, wir haben auch gerade noch eine. Ich glaube nicht, dass das bringt, was ich hier gerade versuche. Station. Oh. Ranger, das machen wir wieder selber. Ranger Team 1, Fahrzeug lenken. Jo. Fleischfresser, der nichts zu. Gott, was haben wir hier gemacht? Da müssen wir ja, nochmal ran, glaube ich. Habe ich nicht hier ein Tor gebaut? Ja, habe ich nicht. Okay. Dann müssen wir durch die Pflanzen fressen. Also durch das Tor der Pflanzen. Wow, was ist hier denn los? Also mal davon abgesehen, dass ich kein Auto fahren kann, werden die Schlangen größer. Also die Parkbesucherschlangen. Ich hörte dann Stampfen. Jetzt aber das Tor hier mal öffnen, damit der Dino durch kann. Was das darstellen soll. Ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Auftrag abgeschlossen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich versuche es erst gar nicht. Haben wir hier noch? Oh ja, da ist noch ein Strutiomimus, der erstmal wieder raus muss, bevor wir das Tor schließen. Mal hier gerade mal schnell noch einen Auftrag wieder anfordern. Nehmen wir mal die Wissenschaft. Wenden Sie ein Inventarblatt abgehört auf ein Fossilienzentrum an. Machen wir. Schließen. Expedition. Ja, dann machen wir jetzt mal die, die wir noch nicht gemacht haben. Okay, Upgrade für, was war das? Zilienzentrum, naja. Haben wir überhaupt schon welche? Ja, Extraktionstempel.
Kraftwerk hat einen Stromausfall. Muss ich vielleicht noch mal so hier, das wollte ich mir ja noch mal anschauen, was ich hier fabriziert habe. Entweder hat das jetzt gereicht oder es hat nicht gereicht. Das ist auch schon vom Platz hier sehr knapp, ne? Ne, das hat auf gar keinen Fall geholfen. Dann wärst du hier hingebaut. Weg wollen wir mal nicht vergessen. Viele Fossilien, aber ne, hier ist nochmal ein gutes für den Draco Rex. Auftrag dazu. Nochmal die Wissenschaft. Wir haben da ein neues Angebot. Bauen Verbindung mit Stromversorgung. Okay. Hier sind nicht nur die Dinosaurier am Leben. Die Anlage selbst ist eine Art Organismus. Sie muss wachsen. War nicht das Hotel recht teuer? Auch 750.000. Oder was noch? Morgen mal ein Hotel. So. Strom wird es so noch nicht haben, ne? Oder doch? Nein, das wird nicht reichen. Macht er unser Fleischfresser. Ist sehr positiv dabei. Und uns hier noch mal ein paar Statistiken. Warum kriege ich den nicht ins Ziel? Ich wusste, dass sie das schaffen werden. Nun, sagen wir so, ich habe mir gedacht, dass sie das schaffen werden. Ich hatte da so eine Ahnung. Also, okay, was ich jetzt interessant finde, ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass wir ein weiteres Hotel bauen. Wir haben Arbeit, die interessant ist. Und das ist ja einfach ein Foto für 5000. Ich hätte gedacht, dass unser Park durch Fotoaufklärung das Hotel attraktiver wird, aber wohl. Jetzt mit diesem Auftrag haben Sie die Gelegenheit dazu. Kann man nicht irgendwo Inselbewertung, genau. Sollte das ein Klack sein. Geringe Zufriedenheit. Dinosaurier sich bewährt. Nahrungsbewertung, Getränkebewertung. Holy shit. Und Spaßbewertung. Okay.
Gut, dann wollen wir doch mal genau das ein Fast Food Restaurant. Ja, auch nicht. Ja, okay. So, kommt dort ein Fastfood-Restaurant hin. Ich könnte, wenn dort der Souvenirladen hingekommen, dann bauen wir den hier. Wir haben wenig Spaß, ne? Vielleicht können wir Forschungszentrum mal ein paar neue Gebäude erforschen. Und Gegenstände verfügbar, okay. Die Grabung auch noch mal. Ah, okay. Ui. Warum ist die Zufriedenheit hoch schon? Geht das hier sehr hoch? Die Dinosaurierbewertung ist noch nicht so prickelnd. Bisschen was aus. Den können wir noch nicht, aber wir können noch mal hier einen Ceratosaurus, aber einen modifizierten Bannenmonster Muster. Ja. Dann nehmen wir die Heilung auf jeden Fall. Und hier nehmen wir die Härte der Zähne, definitiv. 808.000. Ja, aber wir haben 73 plus 10, 83%. Das riskieren wir mal. Nutzen wir die Brützeit, um ein Foto zu machen. Ich muss mit dem Geländetool vorsichtig sein. So, ich muss das Inventarplatz abgeräumt und muss hier links herum anwenden. Reicht das schon? Schönes Foto! Steigen wir raus, der Ranger. Diesen Auftrag haben wir eingesammelt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Ich glaube, wir müssen das Inventarplatz-Upgrade erst noch erforschen. Freischalten. Ja. Forschung erforderlich. Gebäude-Upgrades. Inventarplatz-Upgrade. 4 Minuten. Okay. Glaube, für Ausbrüten fehlgeschlagen. Ach Mensch. Wir machen jetzt mal die Forschung hier. Von 800.000 für die Katz. Puh. Wie
Vielleicht machen wir hier nochmal auch bei dem Ceratosaurus weiter, dass wir den auf 100% kriegen, bevor wir da noch mehr Kohle rausballern. Expedition läuft. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, ich mache die Abmoderation immer kurz und knapp. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bye, bye.